Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserer neuen Witze-Challenge, jetzt im zweiten Lockdown. Und zwar haben wir uns ein neues Format überlegt, und zwar treten immer zwei aus unserem Team, aus unserem Kids-Treff-Team gegeneinander an und irgendwann wird der große Witzekönig gekürt. Und heute beginnen wir L zwischen Daniel und Daniela. Genau, und es ist so, die zwei, also die sitzen jetzt hier noch so fröhlich, freundlich nebeneinander. Gleich müssen sie ihre Mundwinkel verstellen, ganz ernst schauen. Und dann werde ich ihnen 10 Witze vorlesen. Und der, der als erstes lacht, also die Mundwinkel eindeutig nach oben verzieht, hat leider verloren. Seid ihr beide bereit? Fühlt ihr euch bereit für den ersten Witz? Okay, es geht los. Witz Nummer 1. Tayo zerdeppert in der Wohnung seiner Oma eine große Vase. Oma ruft schockiert, die Vase war aus dem 17. Jahrhundert. Darauf sagt Tayo erleichtert, oh zum Glück, ich dachte schon, sie war neu. So, ich würde trotzdem mal sagen, dass Daniel die erste Runde gewonnen hat, weil einfach die Daniela mit einer leichten Verzögerung gelacht hat. Nach jedem Witz gebe ich 10 Sekunden noch drauf. Innerhalb dieser 10 Sekunden darf nicht gelacht werden. Es steht jetzt 1:0 für Daniel. Der nächste Witz. Eine Katze und eine Maus kommen in eine Bäckerei. Sagt die Maus, ich möchte gerne ein Stück Pflaumenkuchen mit Sahne. Und sie, fragt die Verkäuferin die Katze, ich möchte nur einen Klacks Sahne auf die Maus. Okay, gut, das war ein eindeutiges Unentschieden. Kein Sieger, kein Verlierer. Es steht immer noch 1:0 für Daniel. Der nächste Witz, aber jetzt aufpassen, Vorsicht. Witz Nummer 3. Nach dem Haareschneiden zeigt der Friseur Jonas das Ergebnis im Spiegel. Gefällt dir das so? Fragt der Friseur Jonas. Jonas antwortet, hinten kann es ruhig noch etwas länger werden. Aha, also sehr diszipliniert. Also es gibt wieder keinen eindeutigen Sieger und Verlierer. Dann steht es immer noch 1:0. Gut, nächster Witz. Du Mami, ich habe Papi in der Stadt gesehen. Er ging mit zwei Polizisten spazieren. Tatsächlich? Ja, an jeder Hand einer. Okay, Daniela hat gelacht, eindeutig. Ja, das steht 2:0 für Daniel. Der nächste Witz. Ganz kurz und schmerzlos. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. da würde ich immer sagen, das war ein. Also da habt ihr beide so gelacht, dass ich euch eigentlich jedem einen Minuspunkt geben müsste, aber da ihr wirklich gleichzeitig so Lachen angefangen habt, ist das ein Unentschieden. Es steht immer noch 2:0 für Daniel. Mutter. Petra, möchtest du lieber ein Brüderchen oder ein Schwesterchen? Petra, oh, wenn es nicht so schwer für dich ist, Mutti, möchte ich am liebsten ein Pony. Fand ich auch sehr schön. Ich habe nur gezogen, du hast gelacht. Der hat überleid, da gibt es keine Ausreden. Es steht 2:1 für Daniel. Julia fährt mit ihrem Dreirad im Wohnzimmer umher. Da schimpft der Papa, du solltest doch längst im Bett liegen. Ich will ja, aber ich finde keinen Parkplatz. Ja, da hat die Daniela aber ganz schön gelacht. Deswegen 3:1 für Daniel. Eine Schildkröte wird von einer Gruppe Schrecken überfallen. Die Polizei befragt die Schildkröte. Kannst du uns sagen, was passiert ist? Nein, sagte die Schildkröte. Es ging alles so schnell. Dann der nächste Witz. Auf welche Seite des Brotes soll ich die Marmelade streichen? Das ist mir egal, Mami. Ich esse beide. Also da wurde gar nicht gelacht. Dann mag ich auch, brauche ich keine 10 Sekunden draufgeben. Papa, hier ist die Einladung zu einem Elternabend im ganz kleinen Kreis. Nur du, der Lehrer und der Rektor. Das war eindeutig. Lustig. 3:2 für Daniel. Eine knappe Führung. Warum stellst du dich denn mit dem Schirm unter die Dusche? Ich will nicht nass werden. Aber warum denn nicht? Ich habe mein Handtuch vergessen. Okay, also das war schon grenzwertig. Aber da ihr beide so leicht stark geschmunzelt habt, muss ich es als unentschieden werten. Ich schmunzle gern einmal. Ja. Nächster Witz.
Mein kleiner Bruder wird Mittwoch getauft. Mittwoch? Blöder Name. Aber jetzt steht es 3-3. Jetzt Entscheidungswitz. Mutti, Peter hat meine Puppe kaputt gemacht. Was ist denn passiert? Ich habe sie ihm auf den Kopf gehauen. Der nächste Witz. Petra fragt ihre Mutter, in welcher Stadt bist du eigentlich geboren? In Nürnberg. Und Papa? In Augsburg. Und ich? In München. Ah, das ist aber ein großer Zufall, dass wir uns getroffen haben. Nächster Witz. Jetzt wird's aber, also, puh. Lehrer, nenne mir 5 Tiere, die in Afrika leben. Schüler, 3 Zebras und 2 Löwen. Und das war die Entscheidung. Daniela hat gewonnen mit 4-3, die Witze-Challenge. Daniela ist in der nächsten Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft uns weiterhin Witze schicken per WhatsApp, die wir dann bei der nächsten Witze-Challenge vorlesen werden. Tschüss!